Maxi Gräf, arbeite bei Microsoft, bin dort zuständig als Communications Manager für Xbox und Games. Also wir haben ja seit dem 12. November das Update rausgebracht, und zwar Windows 10 auf die Xbox One-Konsole. Das hat neue Features, unter anderem eben auch Crossplay, das heißt mit Leuten, die auf dem Windows 10-Rechner spielen, zusammenspielen zu können. Unter anderem gibt es auch eine Streaming-Funktion, das wird dann mit einer Xbox-App passieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich im Couch, im Sofa-Szenario bin, bei mir zu Hause, dann besteht die Möglichkeit, hey, mein Partner möchte vielleicht irgendwas im Fernsehen anschauen. Ich sage aber, nee, den Fernseher lasse ich eigentlich ungern los, ich möchte weiterspielen. Zudem kann ich einen Windows 10 Device nehmen, egal ob jetzt Tablet oder eben den Laptop-Rechner, und dann darauf einfach meine Konsole anlassen, die Streaming-Funktion anschalten und dann darauf weiterspielen, während der Fernseher von zum Beispiel meinem Partner genutzt wird. Also ganz klar brauchst du natürlich eine Xbox One. Das ist ganz wichtig. Und dann eben, wie schon gesagt, entweder ein Windows 10 Device, und es kann ein Laptop sein, es kann ein Rechner sein, das kann ein Tablet sein oder auch ein Telefon. Wichtig ist eben noch dazu eben diese Xbox-App. Und die ist bei Windows 10 Geräten dann aber auch schon vorinstalliert. Die muss man nicht extra runterladen. Die findet man, wenn man auf den Windows-Button drückt, unten links eigentlich gleich sofort, erscheint strahlend grün. Tatsächlich nicht, weil du hast ja diese Streaming-Funktion, und mit der Windows 10 bzw. mit dem New Xbox One Experience, so nennen wir eben das Update, kommt auch die Abwärtskompatibilität. Das haben sich ja ganz viele Fans gewünscht, und deswegen ist es seit dem 12. November auch möglich. Es gibt über 100 Titel von der Xbox 360, die auf der Xbox One emuliert werden. Mit der Streaming-Funktion kann ich all diese Spiele, kann ich generell alle Xbox-Spiele auf dem Windows 10 Device streamen. Es gibt Cross-Device-Spiele, die sind aber noch nicht draußen. Das ist zum Beispiel Fable Legends oder auch Gigantic. Das heißt, es sind Multiplayer-Spiele, und da kann ich mit Leuten, die auf dem PC spielen, kann ich als Consolero dann eben zusammen diese Multiplayer-Erfahrung teilen. Das ist natürlich der ideale Traum, glaube ich, eines jeden Spielers, dass man jeden Titel auf jeder Plattform übergreifend miteinander spielen kann. Im Moment ist das nicht für alle Titel möglich. Bei uns ist es im Moment eben Gigantic und Fable Legends, die angekündigt worden sind. Folgen bestimmt auch noch mehr, aber es gibt noch keine weiteren Ankündigungen.